Neues von einer Comic-Legende, Lucky Luke. Bisher schoss nur er schneller als sein Schatten. In seine Fußstapfen treten kann man jetzt in Krems. Eine Reise in den wilden Westen und zu den Anfängen des weltberühmten Comics. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erweckte ein Belgier Lucky Luke und Jolly Jumper zum Leben. Es geht nicht nur um Gewehre und Ganoven. Die Comics zeigen ein Stück amerikanische Geschichte. Immer wieder finden sich Anspielungen auf Comic-Kollegen und so manchen amerikanischen Präsidenten. Lucky Luke, bis zum 17. November im Karikaturmuseum in Krems.